Er ist einer der bekanntesten und beliebtesten Fernsehstars und Schauspieler. Millionen Menschen kennen ihn aus der erfolgreichen Fernsehserie Das Traumhotel. Und heute ist er bei uns. Freuen Sie sich mit mir auf Christian Kohlund. Ja, schön, Hallo. Dass Sie Zeit haben, sich zu uns zu begeben. Aber das gerne. Ist klasse, klasse, klasse. Ihre Eltern waren ja auch schon Schauspieler, beide. Richtig. Und Schauspieler wollen ja eigentlich fast nie, dass die Kinder diesen Beruf ergreifen. Wie war denn das bei Ihnen? Wann haben Sie zum ersten Mal gespürt, ich will das auch machen? Um Ihnen kurz Folgendes zu sagen, ich bin jetzt 63 Jahre alt und stehe seit 63 Jahren auf der Bühne. Meine Mama war nämlich hochschwanger mit mir und spielte Maria Stuart, damals mit der Frau Becker zusammen. Ich bin also seit 63 Jahren auf der Bühne und es ist für mich eigentlich nie etwas anderes in Frage gekommen. Ich habe dann mit 6, 7 Jahren am Schauspielhaus Zürich schon den Tellknaben gespielt. Nein. Das ist der mit mein Vater. Und haben Sie überlebt, ne? Und ich habe es überlebt. Mein Vater hat wirklich gut getroffen. Es gab eigentlich für mich nie etwas anderes und meine Eltern haben ja auch meine Passion gesehen fürs Theater. Mhm. Ich habe die Freizeit immer im Schauspielhaus Zürich hinter den Kulissen verbracht und Statisterie gemacht und im Schweizer Film dann. Das war immer ihr Leben, ne? Ja, die ersten Sätze sagen dürfen an der Hand, damals von Lieselotte Pulver. Ich habe mich natürlich immer fürs ganze Medium interessiert, habe auch dann später an der Kamera gearbeitet, habe mich das ganze mit Tee gedient. Und dann kam das Reinhardt-Seminar in Wien, ich meine Ausbildung hatte, wie mein Vater. Die klassische Schule. Die klassische Schule. Und habe dann die ersten 10 Jahre meines Berufslebens an den großen Theatern in Deutschland verbringen dürfen. In Berlin, in München, in Zürich. Und, das ist ja die beste Schule, glaube ich, auf der Bühne zu stehen. Ne? Ich glaube schon. Also die Zeiten haben sich natürlich heute ein bisschen geändert. Aber für mich war das Theater und ist bis heute einfach Passion. Ja, ja, ja. Und Filme habe ich immer sehr gerne gemacht. Ja, also Sie haben ja Kinofilme auch viele gemacht. Ne? Ja, ich hatte angefangen damals mit Maximilian Schell, ein hochgelobter Film damals, Der Fußgänger, hat sogar eine Oscar-Nomination, einen Golden Globe gewonnen. Das lag damals allerdings nicht an mir. Das Tolle fand ich, dass ich dann so ab den 80er Jahren sehr viel im Ausland arbeiten durfte und dass das Theater und der Film immer so parallel gelaufen. Ja, ja. Heinz Rühmann, und Senta Berger waren alles Kollegen, ne, mit denen Sie gespielt haben. Ich hatte noch die Chance von Ruth Leuwerig über Martin Hell, also alle deutschen Stars. Dann hatte ich dann später die Chance bei den Bibelverfilmungen mit Richard Harris zu drehen. Mit wirklich ganz, ganz tollen Gary Oldman zum Beispiel, ein ganz großes Erlebnis, mit Michel Piccoli habe ich gedreht. Das sind Dinge, die mir sehr viel bedeutet hatte. Ich hatte nämlich mir das auch bis heute bewahrt, einen ganz, ganz großen Respekt vor großen Kollegen, wo man bis dato immer noch was abbeißen kann. Es ist ja so, man wird dem Publikum dann plötzlich durch eine Fernsehserie bekannt. Ne? Ja, die Popularität. Also da ploppt es dann. Das war bei Ihnen das Traumhotel, ne? Es war davor, ich hatte als junger Schauspieler sehr viele Abenteuerfilme gemacht, die sehr gut angekommen sind. So Weihnachtsvierteiler, Wettlauf nach Bombe, Der Glücksritter war ein 8-teiliger Abenteuerfilm. Dann habe ich in Frankreich 2, 3 Revolutionsdramen gemacht. Also das lief eigentlich sehr, sehr gut. Aber Sie waren doch in der Schwarzwaldklinik auch schon dabei, ne? Da war ich zwar nicht in dem festen Team, aber ich hatte eine dramaturgisch ziemlich wichtige Rolle. Und das hat dann eine große, sagen wir jetzt mal große, natürlich nach deutschen Verhältnissen, Popularität gebracht. Ja, ja. Und später dann mit Uschi Glas, Anna Maria, eine 26-teilige Serie gemacht. Und das Traumhotel ist, empfinde ich so ein bisschen auch als Geschenk an mich. Ich habe jetzt in den 19 Folgen also die ganze Welt sehen dürfen, von Bali bis nach Mexiko, von Südafrika, Abu Dhabi. Also wir haben so viel gesehen und das ist natürlich auch eine persönliche Bereicherung für mein Leben. Also wenn jemand so wie Sie so viel unterwegs ist, so viele verschiedene Länder bereist, da kommt natürlich schon die Frage, was bedeutet Ihnen natürlich, wir sind ein Gesundheitsmagazin, das Thema Gesundheit. Machen Sie etwas für die Gesundheit? Um ehrlich zu sein, ich habe immer ein bisschen zu wenig gemacht. Das hing natürlich auch damit zusammen mit dem Tagesablauf. Wir essen immer sehr spät und natürlich dann immer, ich esse sehr gern und manchmal auch sehr heftig. Wer nicht? Wer nicht. So,
Ich passe schon eigentlich recht gut auf. Was ich tue, ist sehr viel spazieren. Ich habe drei unerzogene Hunde, mit denen ich immer unterwegs bin. Das sind schon mal 1,5 Stunden. Ich spiele wahnsinnig gerne Golf. Das heißt für mich also in der Natur sein, spazieren und so. Und dann für mich ganz wichtig, wie ich das empfinde, ist das Immunsystem. Gerade wenn du jetzt von Afrika aus der Hitze in die Kälte, was ich alles erlebt habe. Und ganz wichtig ist bei dem Stress heute, dass dein Immunsystem gut funktioniert. Na gut, bei dem Stress entstehen viele freie Radikale, die belasten den Körper natürlich wieder. Und dann, um auf Ihr Thema von heute zu kommen, dieses Zeolit hat mich immer fasziniert. Ich nehme jetzt seit einem halben Jahr dieses Panaceo-Zeolit und das tut mir unheimlich gut. Das entlastet mich, es entgiftet mich. Und ich habe so das Gefühl, dass ich... ja, ich bin nicht mehr so anfällig auf alles andere, was man sonst so gespürt hat. Das heißt, es ist schon ein Thema für Sie, dass wir so viele Giftstoffe, so viele Belastungen im Körper haben und aufnehmen in der heutigen Zeit. Absolut. Ja. Also da passt meine Frau auch auf. Also wir auch in der Ernährung passen wir auch auf. Ja. Hauen zwar dann über die Schnüre und gehen irgendwann auch mal Fastfood essen, also so streng nehmen wir es nicht, aber wir passen da schon auf, trinken ja extrem viel Wasser, aber wie gesagt, also jetzt mit dem Panaceo Zeolit ist das so eine Geschichte, das spüre ich. Nehmen Sie es regelmäßig? Ich nehme das regelmäßig, jeden Tag. Ich merke das, ich bin tatsächlich wirklich besser drauf und fühle mich eigentlich gefeit. Viel Neues zu machen, das ist nämlich meine Schlussfrage. Ja, genau, was haben Sie denn für Pläne? Was kann man denn von Ihnen als nächstes erwarten? Ein weiteres Traumhotel nehme ich doch wohl an. Ne? Ja, wir fahren jetzt ziemlich bald nach Marokko und machen eine Folge. Ich freue mich wahnsinnig auf die Ruth Maria Kubitschek, die dann wieder dabei sein wird für diese Folge. Ich bereite mich vor, weil meine große Passion nach wie vor das Theater. Ich habe da ein Personenstück gespielt, 2 Stunden allein, Monolog, 2 Stunden, muss das auch immer relativ fit sein. Und ich habe einen Vortrag in Chicago über diese Arbeit. Ja. Da freue ich mich. Dann bin ich mit meinem österreichischen Kollegen Klaus Prömster, dem Musiker, unterwegs. Wir machen Weihnachtslesungen, wir haben im Brucknerhaus ein Konzert. Also es steht sehr viel an und... Also langweilig wird Ihnen nicht. Nein, es wird mir nicht langweilig. Herzlichen Dank fürs Kommen, lieber Christian Kohlund. Danke für die Einladung. Ihnen viel, viel Erfolg weiterhin. Gell? Ihnen auch. Alles, alles Gute. Ihnen auch. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's dann wieder für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Und bis dahin, machen Sie es gut, bleiben oder werden Sie gesund.